Wenn du andere Menschen überzeugen willst, ihnen etwas verkaufen willst, Menschen für dich gewinnen möchtest, wirst du um das Thema Kommunikation nicht drumherum kommen. Tatsächlich ist es aber so, dass eine solide Kommunikationsausbildung nicht Bestandteil unserer Schulausbildung ist. Von daher machen meiner Erfahrung nach 9 von 10 Menschen den größten Fehler in der Kommunikation und zerstören damit nicht nur ihr Geschäftspotenzial, sondern auch ihr Beziehungspotenzial. Deshalb zeige ich dir in diesem Video, wie du den größten Fehler vermeiden kannst. Und zum Schluss bekommst du sogar noch ein Präsent von mir. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Unternehmer, Trainer, Coach, Berater, sondern auch Europameister in der Rhetorik, ausgebildet im NLP, ausgebildet als Coach, als Trainer. Und das, was ich lernen durfte, ist, dass die Sprache mit das Wichtigste, das Wirkungsvollste, das Wertvollste, aber auch das Gefährlichste im Alltag ist, um ein Geschäft aufzubauen, abzubauen, Beziehung zu gestalten oder Beziehung zu zerstören. Schauen wir also ganz kurz mal in den Dialog von 2 Personen rein. Das kann zum Beispiel der Arzt und der Patient sein. Das kannst aber auch du sein und dein Kollege auf der Arbeit. Und hier ist es so, dass du beispielsweise eine Frage gestellt bekommst von deinem Kollegen, der fragt dich, wie es dir geht. Unerheblich jetzt davon, ob es dir gut oder ob es dir schlecht geht, überlegst du also, wie du diese ernst gemeinte Frage tatsächlich beantworten kannst und baust dir also eine Botschaft zusammen und gibst diese Information zurück. Und genau bei diesem 3. Punkt, wo jetzt dein Kollege reagiert auf deine Information, auf deine Botschaft, die du ihm sorgfältig ausgewählt mitgeteilt hast, passiert der größte Fehler. Es bedeutet also hier beim 3. Punkt auf die Reaktion deiner Antwort trennt sich Spreu von Weizen. Es gibt jetzt in der Regel mindestens 4 Verhaltensweisen, 4 Antworten, die dir die Person A, in dem Fall dein Kollege, geben kann. Die erste Möglichkeit, die häufig genutzt wird, die zum Beispiel der Arzt zum Patienten sagt, wenn er gefragt wird, wie geht's Ihnen, und der Patient sagt, oh, gar nicht so gut, meine Großmutter ist gestorben. Und der Arzt sagt, oh, das ist ja toll, schön, dass wir jetzt zum Thema kommen, dann können wir mit der Untersuchung beginnen. Du kannst das gerne auch mal im Hotel ausprobieren, wenn die Rezeptionsangestellte beim Einchecken dir folgende Frage stellt. Wie sind Sie hergekommen? Hat alles gut geklappt? Dann erzähl einfach mal, ja, dass du dich beeilen wolltest, dass du leider 2 Fußgänger überfahren hast, aber du hast es noch geschafft, pünktlich da zu sein, ansonsten ist alles gut. Und wenn jetzt die Rezeptionsangestellte einmal sagt, oh, das ist ja schön, dann darf ich Ihnen das Zimmer 412 geben, dann weißt du, dass die Person dir überhaupt nicht zugehört hat. Wenn du also 3a erlebst, also eine Standardantwort hörst, die dir letztendlich vergegenwärtigt, dass die andere Person sich gar nicht für dich interessiert hat, dir nicht zugehört hat, dann weißt du auch sicherlich, was du davon ableiten kannst für den Rest deines Lebens von dieser Beziehung. Diese Person hat dich gerade davon überzeugt, dass sie sich nicht für dich interessiert. Und meine Frage an dich, warum solltest du bei dieser Person etwas kaufen? Warum solltest du dich von dieser Person beraten lassen oder bei dieser Person im Unternehmen mitarbeiten? Folglich ist das schon der erste Todesstoß für eine funktionierende, tragfähige, belastbare, dauerhafte Beziehung. Die 2. Reaktionsmöglichkeit, die du erleben kannst, wenn dich jemand fragt, wie es dir geht und du sorgfältig deine Botschaft dem anderen mitteilst, dass der andere in dem Moment, wo du zu Ende gesprochen hast, also am Punkt Ende sofort damit loslegt zu erzählen, wie es ihm geht, wie er in den Tag gekommen ist, dass er schwierig hatte, dass er einen Unfall vielleicht hatte, dass er gestern einen schlechten Abend hatte, und der wird dir also alles erzählen. Auch das sagt etwas über die Person aus. Denn die Frage, wie es dir geht, war möglicherweise gar nicht ehrlich gemeint, um herauszufinden, wie es dir tatsächlich geht, sondern es war nur eine Einladung, ein Impuls, ein Vorstoß, dir vorzutäuschen, dass er sich für dich interessiert, damit er möglichst schnell dir erzählen kann, wie es ihm geht. Prüfe selbst, ob du mit einer solchen Beziehung zusammenarbeiten möchtest, du einer solchen Person als Dienstleister einen Auftrag gibst, ob du eine solche Person einstellen möchtest, ob du eine solche Person als Beziehungspartner, Lebenspartner, als Freund oder Geschäftspartner haben willst. Ich persönlich möchte nicht mit Menschen zusammenarbeiten, die sich erstens nur für sich selbst interessieren und zweitens sogar vortäuschen,
dass sie sich für dich interessieren, letztendlich aber nur Gelegenheiten suchen, sich selbst zu profilieren, über die Person am meisten zu reden, die für sie am wichtigsten ist, nämlich über sich selbst. Die dritte Form, wie man reagieren kann auf eine Botschaft, die man vom anderen bekommen hat, ist es zunächst etwas sehr Schwieriges zu tun. Nämlich nachdem der andere ausgesprochen hat, fertig ist, eine Pause zu machen. Sprich also, du sagst jetzt mir, wie es dir geht, und ich sage, aha, und mache zunächst eine Pause und überlege das, was du mir gesagt hast, denke darüber nach, bereite mich vor, stelle vielleicht auch sicher, dass ich tatsächlich in meiner Welt das verstanden habe, was du meinen könntest. Und die vierte Möglichkeit, wie ein Kommunikator reagieren kann in allen Beziehungen, ist nicht nur Punkt 1 und 2, also A und B, Standard und eigene Botschaft sofort senden, zu vermeiden, sondern zunächst eine Pause zu machen, um dann in die Paraphrase überzugehen. Was bedeutet nun die Paraphrase? Vielleicht hast du schon gegoogelt, aber ich darf es dir kurz vormachen. Wenn du mir also sagst, dass du einen sehr schwierigen Abend hattest, vielleicht einen Streit hattest mit deinem Lebenspartner und vielleicht heute Morgen noch einen Unfall hattest, dann ist meine Aufgabe nicht nur eine Pause zu machen, sondern das, was ich gehört habe, das, was ich geglaubt habe zu verstehen, zu wiederholen. Aber nicht nur zu wiederholen, sondern mich zu vergewissern, dass ich es richtig verstanden habe und vielleicht sogar als Sahnehäubchen dir mitteile, dass ich einen Eindruck davon haben könnte, wie du dich fühlst. Ich sage also, wenn ich es richtig verstanden habe, lieber Paul, dann hattest du gestern Abend Streit und zu allem Unmut also heute Morgen noch einen Autounfall auf dem Weg zur Arbeit. Habe ich das so richtig verstanden? Und kann es sein, dass du dich ärgerst oder dass du gerade traurig bist? Vielleicht hört sich das für dich ungewohnt an. Meine Erfahrung ist aber, dass solche Menschen rar gesät sind, die so paraphrasieren nach einer Pause. Meine Erfahrung auf der anderen Seite ist aber auch, dass genau das möglicherweise die besten Führungskräfte sind, die besten Verkäufer sind, die besten Berater sind, die zunächst mal gelernt haben, ihre eigenen Impulse, ihre eigenen Bedürfnisse zu begrenzen, über sich selbst zu reden, über ihre Vorstellung, über ihre Meinung und zweitens dem anderen wirklich zuzuhören und dann noch sich zu merken, was der andere gesagt hat, um das zu wiederholen, um dann auch sicherzustellen, dass der andere sagt, Mensch, ja, das, was du gesagt hast, das stimmt. Ich bin wirklich wütend, ich bin ein wenig traurig über den Streit gestern und sauer über den Autounfall heute, aber jetzt, wo wir drüber reden, geht es mir schon ein Stück besser. Zusammengefasst also, merkst du, dass Kommunikation alles andere ist als nur was zu sagen. Deshalb extrovertierte Menschen, die nur reden, laufen sehr häufig hier Gefahr, diesen Fehler zu machen, sehr schnell die Botschaft mitzuteilen, die sie selbst mitteilen wollen, um dann aber auch die Botschaft der anderen zu überhören. Wenn du aber einen Kunden gewinnen willst, Mitarbeiter gewinnen willst, Lebenspartner oder Freund gewinnen willst, dann interessieren sich auch die anderen Menschen zunächst für sich selbst und sie wollen wissen, ob du dich auch für sie interessierst. Vielleicht verstehst du jetzt auch diesen Grundsatz, dass andere Menschen sich erst für dich interessieren, wenn du sie überzeugt hast davon, dass du dich für sie interessierst. Und das beginnt bei der Kommunikation. Nicht nur mit deiner Rede, deine gesamte Körperhaltung, dein Blickkontakt, deine Mimik, dein Hinhören, und das Wiederholen des Gesagten des anderen und vielleicht auch mit einer gesunden Empathie, dass du dieses Gefühl auch nachempfindest in deiner Paraphrase, lässt wirksam Beziehungen entstehen, die tragfähig sind. Egal, für Lebenspartnerschaft, Freundschaft, Geschäftspartnerschaft, Kunden, Multiplikatoren. Zunächst wollen die Menschen wissen, ob du dich tatsächlich ehrlich für sie interessierst. Wenn du dich da weiterbilden möchtest, dann mach gerne eine GFK, also gewaltfreie Kommunikationsausbildung oder eine Rhetorikausbildung, Mediationsausbildung oder vielleicht eine einfache Coachingausbildung. Also such dir die Module heraus, wo du lernst, das anzuwenden, wie du vielleicht auch eine Supervision bekommst, sprich also in Gesprächen sich jemand neben dich setzt und aufschreibt, mitschreibt, ob du das tust. Oder dass du vielleicht die Möglichkeit hast, Trainings zu besuchen, wo du das immer wieder im Tausch in Dreiergruppen trainierst, bis es eine neue Routine geworden ist. Denn die Nachrichten, die Medien, die Fernsehshows sind voll von Menschen, die nur darauf warten, dass du aufhörst, gesprochen zu haben, damit sie endlich ihre wichtige Botschaft mitteilen können.
Da draußen sind viele falsche, negative Vorbilder, also such dir richtige Vorbilder, Trainings und Hilfen, die dich dabei begleiten. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, deine Verkaufsgespräche, deine Pitches, deine Kommunikation, deine Leitfäden zu optimieren, dass du Menschen gewinnst, deine Kommunikation verbesserst, dann lade ich dich ein, gerne Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link findest du unterhalb des Videos, aber vergiss nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen und wenn du magst, uns auch gerne weiter zu empfehlen, denn davon leben wir. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.